Hinter großen Rolltoren entsteht sie, die Zukunft der Mobilität. Hier im Thüringer Innovationszentrum Mobilität an der Technischen Universität in Ilmenau entwickeln Wissenschaftler zusammen mit der Industrie Technologien, die zu umwelt- und ressourcenschonenden, schadstoffarmen und effizienten Fahrzeugen führen sollen. Eines dieser Projekte ist das Lightcar, an dem die Ilmenauer zusammen mit der EDAG Group seit vergangenem Jahr arbeiten. Das elektrisch betriebene Fahrzeug ist speziell auf Carsharing zugeschnitten, das vor allem in Großstädten in den letzten Jahren immer beliebter wurde. Innerhalb von nur 3 Monaten haben die Ilmenauer das Modell vom Plan in ein Showcar umgesetzt. Eine beachtliche Leistung brauchen Projekte dieser Größe im Normalfall doch etwa 1 Jahr. Das Lightcar soll außen wie innen robust und mit großem Raumangebot gebaut werden, wenn es nach den Entwicklern geht. Es kann so ideal für das innovative Konzept genutzt werden, bei dem viele Menschen wenige Kraftfahrzeuge flexibel und effizient teilen. So viel Entwicklungsleistung würdigte auch Thüringens Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht während ihrer Sommertour, als sie in der Projekthalle des Thüringer Innovationszentrums für Mobilität Station machte. Sie zeigte sich beeindruckt von der Arbeit der TU Ilmenau. Der Name Lightcar rührt daher, dass das Fahrzeug Informationen wie den Akkuladestand mit LEDs, also per Licht, kommuniziert. Das Gemeinschaftsprojekt ist durchaus als ungewöhnlich zu bezeichnen. Schließlich unterliegen Projekte für Concept-Cars üblicherweise strikten Geheimhaltungen und finden abgeschirmt hinter verschlossenen Toren statt.